ein Mädchen. Juhu. Dann mach doch Ronja einfach nach. Nein, ich bin voll gut drin. Schau mal. Okay. Welche Schuhfarbe hat die? Pink. Bin mit einem zusammen, der heißt Gameboy 99. Jetzt wirst du mal gucken. Wie lange seid ihr schon zusammen, Tops? Wow, zusammen war. Im Team Nord. Nice one. Okay, haben wir, schau mal. Ich würde erstmal für Beine gehen, oder? Wollen wir einfach eine Jeans machen? Okay. Der Typ fragt mich überhaupt. A girl. Das ist Kleid. Okay. Ah, okay, I see. Ich helfe. Wollen wir so ein. Was meinst du? Was wollen wir als Gegend bauen? Als was? Als Gegend, also vielleicht gegen. Vielleicht so einen pinken Spielkasten oder so? Ja. Also, soll ich einfach das. Nice. Ich weiß nicht, ob es so gut aussieht. Irgendwie der Rock wird nicht wirklich gut, glaube ich. Aber ich glaube, wenn wir das mittig. Doch, der wird gut. Hochbauen. Lass mich, oder? Du musst es so machen. Aber wenn wir das voll. Schau, ich bin richtig gut im Menschenbau, okay, hier, oder? Okay. Ich bin nämlich furchtbar im Menschenbau, deswegen vertraue ich dir einfach mal. Ja, ich vertraue dir. Du machst das schön. Wieso? Du bist ja gar nicht in unserem Team, du musst uns ja nicht vertrauen. Ich vertraue dir immer noch nicht. Warum vertraust du mir nicht, Tops? Können wir daran nicht arbeiten? Bist. Nein, du bist böse. Hey, warum ist man denn böse? Was hab ich denn gemacht? Was willst du uns erläutern, was so deine inneren Gedankenzüge sind? Züge! Züge. Oh mein Gott. Das ist ähnlich wie dein Headset vom Ton gerade gewesen. Dein normales Mikrofon. Mein Headset ist gut. Alter. Nee, nicht dein Headset, dein, wie heißt es? Deine Webcam. Meine Webcam. Ich weiß nicht, was du hast. Die ist nicht gut. Ihr müsst wissen, manchmal ist Flo's Ton ein bisschen im Eimer. Wollt ihr einen Soundcheck? Und dann, ist es immer, er warnt uns mittlerweile vor. Bevor. Tobst du den Mikrofon-Check von meiner Webcam? Mic-Check. Spaß. Und dann ist es richtig laut und es sind einfach nur Störgeräusche. Und man hört ihn rumkramen und das ist absolut terrible. Stimmt gar nicht. Ein gutes Mikro. Und jeder was anders sagt. Das ist mein Alternativmikro. Okay. Ja, warum nimmst du denn dann deine Videos nicht mit dem auf? Hm? Ja, ne? Ich will meinen Zuschauern keinen zu hohen Standard angewöhnen. Also. Ja, weil es schon auch ein gutes Mikro ist, oder? Ich mach der vorne so Strähnen. Das sieht doch voll schön aus. Viele Mädchen haben vorne so Strähnen, aber nur so eine. Oder vielleicht so? Geht die so weit nach? Ja, lass es machen. Doch, ist okay, oder? Warte, ich hab eine Idee, wie wir das machen können. Oder wir können die unten so nach vorne gehen lassen. Warte, wir machen die gerade runter und dann unten so nach vorne. Wie so eine Kurve. Ich weiß nicht, was du meinst, aber du kannst mal probieren. Warte. Schau mal, vielleicht so? Warte, ich meine, dass du quasi so machst. Weißt du, dass es so nach vorne geht? Oh, ich weiß schon, dass die hier vorne runterkommen. Ja, genau. Genau, so meine ich's. Wunderhübsch. Oh Gott, die ist ein bisschen zu. Warte, jetzt sieht es aus, als ob die so Öhrchen hat, oder? Was? Mit den Bannern? Ach, ist okay, das mögen die Leute. Jetzt sieht die abgemagert aus. Ah, das ist normal, das ist voll okay für die. Okay, wollen wir der so pinke Wangen machen, damit die cute aussieht? Alter, das würde ich gerade machen. Gute Idee, Ronja. Okay, nice. Und dann machen wir diese kleinen Augen, von denen ich jetzt weiß, wie sie gehen. Warte. Ja. Mach du. Ja, ich weiß jetzt nämlich, wie es geht. Ich bin voll stolz auf mich. Aber wir müssen diese, wie nennt man das? Dieses Schwarze bei den Augen, dieses. Was denn? Jetzt sieht das richtig creepy aus. Sieht voll verstört aus, einfach weil sie keine Nase und keine Augenbrauen hat. Warte, ich sage, wir machen die weg und wir machen einfach nur. Ja, genau, das sieht viel besser aus. Nein, das sieht genauso creepy aus. Doch, wir machen zwei weiße, genau, und dann die Banner drüber. Wird nicht besser. Okay. Wird nicht besser. Okay, pass auf. Weißt du, was wir machen? Ich mache einen Banner aus komplett Auge, okay? Aber nee, das sieht immer weird aus, oder? Nicht unbedingt, oder? Schau mal. Okay, warte, was ist, wenn wir hier noch einen Mund dazu machen? Oh, das sieht gut aus. Der Mund sieht furchtbar aus. Aber die Banner, die Dinger sind gut. Die Augen. Warum so ein kleines Lächeln? Jetzt hat er so ein bisschen eine Nase. Ich finde das schon nicht gut aus. Ja. Oder? Es ist. Ich debate noch mit dem Ding, ich mach das weg. Okay, vielleicht kein Mund und dafür eine Nase. Okay, warte, was ist, wenn ich die Nase hier hinsetze? Ist das besser? Sieht das aus wie ein Hund? Es sieht aus wie ein Hund. Okay. Jetzt sehen die Wangen aber nicht mehr cute aus, sondern so ein bisschen, als hätte sie auch Hautausschlag. Ronja. Es ist doch so. Ich mach jetzt das hier. Nein, Ronja, das macht sich besser. Ich finde, das ist voll okay hier eigentlich. Okay. Ihr könnt den Mund mit Banner machen. Ich adde jetzt hier Elemente zu ihrem Kleid. So Knöpfe.
um hier einen optischen Effekt reinzukriegen. Der heißt, hey, wir haben Knöpfe an meinem Kleid. Und das ist stimmt. Cool. Stimmt! So. Und. So vielleicht? Nee, mach den weg! Den Mund machst du jedes Mal, das sieht einfach nur verstörend aus. Ich kann nur den, ich kann okay, nur weißt den. Du was? Wir machen die Nase weg. Die Nase ich gefällt mir nicht. Okay, mach dir mal hinten auch die Knöpfe. Okay, warte. Mach vielleicht hinten so von oben nach unten, oder? Weil oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wieso kennst du dich so gut mit Kleidern aus, Flo? Er kennt ja selber, welche trägt. Jetzt weiß das jeder. Jetzt weiß es jeder. Oh, ich dachte nein. In der Mitte, oder? Ach so, oh aber lol. Ja, ja, können wir auch machen. Jetzt habe ich irgendwas abgerissen, ist egal. Okay. Sieht aus, als ob sie so eine Wirbelsäule hat, die aus ihrem Kleid rausstecht und sagt, ah! Okay, ja. Aber hey, vielleicht gibt's Leute, die meine, trägst du auch immer solche Kleider? Ich trage generell keine Kleider. Obwohl, stimmt nicht, ich habe ein Kleid, das trage ich gern. Echt? Ja. Wieso? Weil es mir passt. Okay. Das ist meist praktisch. Außerdem habe ich gern die Beinfreiheit von Kleidern. Weil dann kannst okay. Du einfach laufen und hast keine Jeans an. Und ja, es ist nicht warm. Ja. Würdest du auch sagen, Tubbs? Tubbs, ich kann dir ein Kleid auch echt empfehlen. Oh, ja, ey, kannst du mir auch gar nicht... zwei leihen? Ich habe nur eins, ich kann es dir nicht leihen. Oh. Ey, wollen wir die so bauen? Doch, ich habe noch eins, das ist mir zu klein, das kann ich dir leihen. Das ist nice, das ist nice. Doch, das würde ich lassen. Vielleicht das hier so. Aber vielleicht gefällt dir das, Tops. Das hat so Cutouts an der Hüfte. Wie eklig ist das denn mit diesen doofen Bannern, okay. Das zu machen? Weißt du vielleicht was? Hier ein paar gelbe Banner hier am Rand, ne, oder? Wir können. Doch. Ah, schadet nicht, oder? Ich würde ihr hinten noch ein paar Haare geben, weil sie sonst so eine kahle Stelle hat. Nein, nein, lass das Haare. Alter, dann hat sie so eine kahle Stelle. Aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht aus, als ob jemand mit einem Rasierer hinten am Mittelkopf. Oh, ja, ganz ruhig. Guck mal jetzt. Ja, jetzt sieht's besser aus. Perfekt. Ey, ich finde, die ist wirklich gut geworden. Okay, ich glaube, wir haben eine Chance. Ich habe auch. Ja, das ich glaube auch, wir haben eine Chance. I like Topa. Was ist denn Topa? Wahrscheinlich ist das seine Freundin. Okay. Ich habe noch nie Topa als Mädchennamen gehört. Oh, wow, die ist aber schön. Hey, der würde ich ja glatt ein Legendary geben. Ja, einer gibt Legendary. Episch. Ja? Ja. Oh. Ah, gibt Kacke. Der Typ gibt viele Kacke. Okay, die ist einfach straight up übergewichtig. Tut mir leid, das hier sagen zu müssen. Nein, ey, das ist aber, wie sieht das aus? Ich finde. Okay. Meinst du? Aber das eine war ein Dude. Okay, was ist das? Das ist eine Schnecke. Hä? Ist kein Mädchen. Was ist? Hey, Ronja, so siehst du. Hä? Ich so sehen doch Mädchen aus, oder? Hey, ja, klar. So sehen wir aus. Was ist das? Was ist denn das? Das ist doch kein Mädchen! Das ist ein Wrestling-Dings! Okay. What the hell? So stelle ich mir meine Traumfrau vor. Ja. Das ist ja gruselig! Ja. Mädchen, was ist das? Was ist? Ich hatte nur ein Auge! Warum? Der sieht schlimm aus, der mit den Knöpfen als Gesicht. Der hintere vor allem! Oh mein Gott, da habe ich einen Kacker gegeben, weil sie haben immerhin Mädchen. Der hat auch keinen Kopf, was ist denn da los? Wir zum abrasiert. Der liegt im Bett, aber hat irgendwie nichts mehr an Körperteilen. Ist nur noch der Kopf. Ich glaube, das wird der Sieg, oder? Das sieht furchtbar aus. Das ich hab gewonnen. Spaß. Wir haben wirklich mal minimalistisch gebaut. Oh mein Gott, Flo und Ronja, ich liebe euch. Was schreibt Posterqualle. Hölle? Okay, warte, das ist so eine Art Engel. Was? Ding. Der hat sogar Flügel, das sieht sick aus. Gut. Das kriegt ein Episch bei mir. Ich wollte doch, ja. Okay, das ist. Ja, Ronja, zweiter Platz ist, glaube ich, das, was wir kriegen. Das ist super. Okay. Nee, ich werde dritter Platz, weil ich habe das so gut gebaut. Was ist denn das? Warum haben die alle weder Arme noch Haare? Was ist denn da los? Ich könnte sich keine Arme leisten. Jeder kann sich Arme leisten. Ach, nee, schon, was soll das? Also, warum? Sorry, aber das ist doch kein Mädchen, das ist ein Teletubby! Weiß nicht, ich mag diesen Schnee nicht von Minecraft, das sieht immer so eklig aus. Ja, okay, wir sind zweiter Platz, aber. Ich bin fünfter Platz. Guck mal, der Typ bei Pros. Achso, der. Hundertprozentig. Okay, Thema Schule. Auf geht's, Tony, wir sind jetzt wieder zurück. Okay, pass auf. Oh je. Ich wüsste, wie alles. Wie hört man denn eine gute Schule? Was ist? Ronja ist ja immer noch in der Schule, prinzipiell. Ich bin der Uni. Ja, ist ja auch eine Schule, wir prinzipiell. Wir hatten heute Seminar um 8 Uhr morgens. Ja, bist du selber schuld. Lass mal so einen kleinen Mini-Berg machen. Weißt du, wie lange ich zur Uni brauche? Eigentlich nicht so lange. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade angebracht habe. Aber ich musste früh aufstehen. Das war furchtbar. Ja, okay. Echt? Es war, ja, es war schrecklich. Ja, also...
Mein Mate macht irgendeinen Mist gerade. Aber hast einen Mate. Ich habe früher in der Schule genau deswegen immer relativ viel gepennt und ich kann es aber nicht empfehlen, weil die Lehrer... Ei. Ich weiß ja nicht, was die Lehrer dagegen haben, also. Ja, weiß ich gar nicht. Nee, also, ich weiß nicht. Die hätten ja auch mitschlafen können. Ich fand auch Schule nie so super. Der schreibt irgendwas wie mit I hate... Pixelart. Sagt Pixelart. Und dann sagt, keine Ahnung, sagt er auch, oh, ich hasse Pixelart auch. Und dann könnt ihr euch anfreunden. Und ich dann bin überlegt, ob ich ihn einfach nur ärgern soll. Richtig, Tobs. Vielleicht ist es die eine. Vielleicht ist es die eine. Ich meinte jetzt zwar eher ein Dude, so nach dem Motto, sie sind Freunde fürs Leben, aber hey, warum denn keine Freundin? I don't know. Echt, Tobs. Also, kann ja mal sein. Nicht wahr, Tobs? Weißt du, ich baue das einfach ab. Mach immer so drei und dann machen. Ja. Du baust seins ab? Ja, er schreibt irgendwas. Ich hatte das auch schon, dass Leute meins abgebaut haben. Das fand ich nicht gut. Da habe ich dann protestiert. Oh, das geht sogar auf. Das ist ja insane. Das ist ja wunderschön, was du hier machst. Ja. Also ich sehe schon, mein Mate ist relativ geistig auf der Höhe. Der baut einfach den Boden ab. Okay, aber bist du vielleicht hier? Warte mal, ich würde sagen, hier ist der Eingang. Das Lustigste daran ist, ich kann einfach den Boden neu setzen. Warte. Okay, ich sehe, Tops hat Spaß. Ja. Doch, warte mal, hier ist der Eingang. Okay. Junge, mein Mate ist einfach mach hier einen Weg und mach, mach so einen Spielplatz oder sowas, so einen Pausenplatz hier. Okay, warte, was ist denn gut für Weg? Mach vielleicht so einen Weg aus dem hier. Oh ja, okay. Ich glaube, mein Mate ist mentally challenged. Und dann hier vielleicht irgendwie so rein in einen Spielplatz oder so. Okay. Da hab ich schon mal überlegt. So einen Pausenhof mit so einem Basketballplatz oder wie man das halt immer hat. Oh Gott, ja, krieg ich hin. Ich war nie ein Fan von den Basketballplätzen. Ich mochte die Fußballplätze, aber die Basketballplätze habe ich nie benutzt. Der hat irgendwas Falsches gegessen. Okay, wie kommst du zu der Schlussfolgerung? Der baut die ganze Zeit nur den Boden ab. Und ich setze ihn jedes Mal wieder neu. Ey, langsam macht alles Sinn, warum die Leute alle so schlecht bauen. Die sind halt anderweitig beschäftigt. Machst du nichts? Ja, ich will eigentlich was bauen, aber ich habe Angst, wenn ich was baue, dann baut der das ab. Der wollte irgendwie das dummes machen, ey. Ist es eins von diesen Kindern, die quasi, wenn du nur so eine Murmelbahn gebaut hast, dass diese erstmal kaputt machen? Ja! Ey, das hat mein kleiner. Das hat Julian das hat gemacht, mein blöder Cousin gemacht. Also, was heißt blöder Cousin? Sorry, Cousin, falls du das siehst. Aber. Das fand ich nervig. Der hat alles kaputt gemacht. Ich hab. Junge, der macht das einfach. Der macht so Spaß. Der geht in den Bildbattle und sagt: Hey, wisst ihr, was ich heute mache? Problem. Oh, ja? Also, Ronja? Ich glaube, das hier kann schon aufgehen. Ja? Das wäre doch was Schönes. Ich konzentriere mich jetzt ganz auf das Ding. Okay, ich mache hier Surroundings. Genau, Bäume vielleicht oder so. Tops, was sagst du ihm denn? Ich schreibe mit ihm, ja, was ist denn dein Problem? Ja. Was sagt er? Er sagt nichts, er macht einfach einen ganzen Riss. Er baut einfach weiter den Boden ab. Kannst du ihn kicken? Nee. Mach mal Vote Kick. Ja, der Typ mit Sand baust du das? Der Typ ist Stress. Ja, das ist so ein Basketballplatz, das ist hier wird. Nice. Mach das doch, schau mal, so. Warte, was? Ja, so. Das ist nice. Ich muss den nur noch weiterbauen in eine Richtung. Sonst ist es nicht symmetrisch. Ja, genau. Als ob der hier quasi so rausgeht, oder? Achso, ja, ja. Eine Hälfte. Ja. Warte, ich bin mir nicht sicher, wie baue ich denn jetzt hier am geschicktesten. Gibt's irgendwas, was aussieht wie ein Basketballkorb? Irgendwas hat der für Probleme? Der hat ein ganze. Geht richtig Obsession, der Typ, der platziert einfach random irgendeinen. Das mache ich danach, aber ich brauche jetzt erstmal ein Netz. Ansonsten baue ich Zaunpfahl hoch und dann. Langsam habe ich das Gefühl, ich könnte den Typen studieren oder könnte ich schlauer draus werden. Ich glaube, das ist irgendwie eine andere Spezies von Mensch. Okay, interessant. Ja, der Typ, ich weiß jetzt nicht, was seine Mission ist irgendwie. Das frage ich mich auch oft. Der Typ, der läuft einfach rum, platziert einfach Holzblöcke. Okay. Und ich weiß, was wir machen. Vielleicht wieder eine Baumschule machen. Wird ihm bestimmt was helfen, oder? Ein Gorilla. Komm, ich helfe ihm. Ja? Ich helfe ihm, ja. Das ist nett. Weil die Bäume wachsen nicht, oder? Wieso wachsen die nicht? Ah, weil Gras drum ist, oder? Okay, du musst oh mein Gott, okay. Das haut dich hin bei mir. Ich glaube, ich Zeitdruck, also ist halt nicht. Wie lange haben wir noch? Oh, wir haben noch eine Minute. Junge, der Typ kann nicht mal schreiben. Aber mein Tool steht noch nicht. Wenn ich auch irgendwie so. Oh, warte, wir haben noch keine. Oh, doch, das geht schon. Das geht klar. Oh nein, das wird so ein Fail werden.
Ach Quatsch, es wird schön. Und die Leute werden sagen, hey, wie schön, geben wir euch ein Legendär. Ich denke an den Typen, der den Engel gebaut hat letztens. Ja, der war sick. Der war legit das so war gut. Ich hab gedacht, das beste ist Zeitmanagement der Welt haben müssen. Ist echt so. Ich bin kein guter Zeitmanagement-Mensch übrigens. Ja, ich auch nicht. Irgendwie verschätze ich mich oft in der Uhrzeit und dann denke ich, hey, wir haben es noch früh, ich habe noch Zeit. Und dann, das ist der Fehler, wenn du denkst, und du hast noch Zeit, dann hast du im Normalfall nie Zeit, weil du deine Zeit einfach vertrödelst und dann ist sie weg. Und der Kastanien. Ey, es gibt keinen Chair. Okay, ich suche jetzt nach einem Basketballkopf. So. What? Ja. Kreaturen? Nein. Verschiedenes. Weil Verschiedenes, Junge, es gibt der Strandball. Der Typ, der hat seine Obsession mit... Redstone-Blöcken. Den ganzen Boden auf Redstone-Blöcken. Er mag jedes halt Redstone-Blöcke. Mal. Hast du ein Problem damit? Ich finde keinen Basketball. Weißt du, was ich jetzt einfach machen am Anfang? Okay, Ronja, ich versuche mit Sympathiepunkten nochmal was rauszuholen. Okay? Okay, das ist gut. Was schreibst du? Ihr probt noch auszuarbeiten. Wir haben ja schon längst. Oh, es gibt so kleine Tiere. Das mögen die Leute bestimmt. Chinesisches Sternzeichen Kaninchen. Das ist cute. Okay, sieht aus. Oh nein, ich hab Pilzheilberg. Ich wollte mein Kaninchen Egal, bauen. Egal, es geht. Okay, ja. Ja, okay. Es ist ein okay. Oh, es ist auch mit Inneneinrichtung. Das ist nicht schlecht. Okay. Bin ganz ehrlich, gefällt mir nicht so gut. Ich gebe Kacke. Ja, doch. Man muss ja auch fair für die anderen werten können. Das klingt nach Tubs einem. Was ist das? Toasterqualle. Ist das dein Tubs? Nein. So wegen den Löchern im Boden. Okay, sorry, das aber. Doch recht sicher. Das hätte die ganze Tubs? Ich wollte eigentlich aus. Aber ich tut mir leid, aber ich muss deinen Superkacker geben. Ja, ist in Ordnung, ich nehme das auch. Vielleicht ist ein Kind, das auch weiß an. Ja nicht. Das ist. Ja. Das ist. Nee, der Typ, der okay, wollte, der hat aber nur einen rein. Schüler. Ja, nee, das ist Kacke. Ich geb mal, okay. Was ist das? Das ist auf jeden Fall erstmal rot. Oh, er hat so einen kleinen Fußballplatz. Oh, man kann rein. Man kann nicht rein. Nee, kann man ist nicht. Ist irgendwo ein Eingang? Achso, hier. Oh, jetzt hab ich vergessen zu werten. Irgendwie passiert mir das oft. Okay, das ist. Oh, der hat so einen Spind. Ich sag ja, okay. Ich sag auch okay für weil die find, Idee. Ich finde, man kann es nicht so richtig als Schule erkennen. Hier, der hat okay. Parkplätze. Das ist auch nix. Ja, das ist kacke. Also das sieht... Also ist ja nicht mal fertig. Das sieht okay aus. Das sieht gut aus. Da gebe ich ihn gut. Kann man da rein? Ah ja. Nee, da rein kann man nicht. Kacke. So richtig. Doch, kann rein. Man kann ja, aber rein, da ist nicht wirklich was. Meine ich. Hier kann man auch nicht rein. Das sieht mehr aus wie so ein Bauernhof. Nee, das ist auch innen hohl. Wahrscheinlich. Ja, ist es nicht ein Bauernhof? Weil auch mit dem Zaun? Ronja, wenn das sieht aus wie ein Gefängnis. Hier. Oh, guck mal. Das gibt noch okay. Ey, der ist sogar. Der hat ganz Tische? Das ist wie ein Gefängnis. Es ist nicht aus wie ein Gefängnis, ne? Ey, wenn uns das kommt, Ronja, musst du reinfliegen und das Schild lesen. Okay. Das sind die Sympathien. Da kann man auch nicht rein. Doch, kann man. Okay, das kriegt noch okay. Das ist okay. Okay, warte. Du hast wahrscheinlich was geschrieben. Ich war alleine, bitte helft mir. Wahrscheinlich, ne? Hast du wirklich? Warte. Ich sehe das Schild nicht. Ich hab's nicht gesehen. Wir haben gewonnen! Schau doch mal rein, ja! Es waren die Sympathiepunkte! Was hast du geschrieben? 161 Punkte! Was hast du geschrieben? Schau doch! Ich sehe es nicht! Das sind überall Leute, die buseln! Subscribe to PewDiePie! Nice! Nice! 160 Punkte ist richtig gut! Playmate. So gleich! Gehört das wieder den besten Team in der Welt? James, es tut mir wirklich leid für dich. Und du bist einfach nicht... Way. Wirklich okay, lucky. Ja. Okay, bauen wir einfach einen großen Geldschein, so einen oder? Schiefen, der so fliegt. Obwohl das Pixelart. Ein Tresor und ein Typ mit dem Geldkoffer. Mit oh ja, okay. Das ist eine gute Idee. Okay, aber lass nicht zu groß bauen. Wenn ihr jetzt schon wieder anfangt. Baut ihr schon wieder Sachen, schreiben. Ja? Nee, da wollt ihr irgendwie was 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, hier. Achso, Leute, okay, du zählst es richtig ab, ne? Ja, du musst ja symmetrisch sein, Ronja. Ja, ich vergesse es immer und dann ist meins immer schief. Deswegen, ich bewundere deine Perfektion. Hier sind, warte mal. Okay, was wird das? Ist das eine Tür? Ja. Okay. Der Mann mit Geld muss groß werden, gell? Ich glaub schon.
Okay. Aber die mach ich. Schau du mal, dass du hier den Tresor, dass der an Ich fülle die Tür, ja? Richtig. Soll ich die auch mit so grauer Farbe füllen oder mit dieser dunklen? Ich fülle das mit dem gleichen Grau wie den Türrahmen. Genau, ja? Genau, ja, so würde ich das machen. Aber warte, mach doch, mach es so, damit es 3D ist. Oh, I see. Ja, nicht, dass wir noch also immer eins hinter werden. Dem Original. Ja, ja, ich sehe. Ist jetzt mein Mate jetzt weg? Ich weiß es nicht. Tops, ist er weg? I don't know. Weiß jetzt auch nicht. Wie ist es so für dich, wenn du immer solche Mails kriegst? Hä? Ist schon belastend, oder? Ich zieh die einfach automatisch an, ich weiß nicht wieso. Nee, der ist nicht weg! Der soll weggehen, ich möchte den... Kann ich den nicht votekicken? Warum lachst du? Ich mein, ist halt unlucky, ne? Macht man nichts. So, das sieht... Echt, Tops, das ist eigentlich ist nicht deine Schuld. Ich würde das hier in dunkel bauen noch, warte mal. Das sieht sonst komisch aus. Vanya, du bist Fashion-Experte. Ja, richtig. Deswegen kann ich das so gut. Das ist meine Berufung. Okay, das sieht wunderhübsch aus. Das sieht nicht wunderhübsch aus, ich habe hier ich mich verbaut. Wollen wir das hier so bauen, 3D? Unwitziger. Ja. Warte, ich habe hier nur was verhauen. Okay, warte, ich fange es an, kannst du das fertig bauen? Wenn ich weiß, was du machen willst, dann ja. Wie einfach so füllen die Wände? Ja, ja, das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Ich kann Sachen füllen, aber das war's dann auch mit meinen Bauskills. Irgendwann, ja. Von dir red ich nicht drunter, ja? Sagst du auch, du bist ein schlechter Ball in Overwatch. Ja. Aber ich bin ein fantastischer Ball in Overwatch, das ist korrekt! Es ist der Ball, ja? Ich sag der Ball, falls irgendjemand von euch Overwatch spielt, dieser komische Hamster, ja? Der sich in den Ball verwandeln kann. Ich sag der euch. Der Ball ist nicht verwandeln kann, Ronja. Was? Okay, er ist ein Ball, ja? Er ist ja. Der Ball. Es ist broken. Breaking Ball. Es ist broken. Also, ja. Sorry, aber okay, wisst ihr, wie oft ich von diesem Ball getötet wurde? Und jetzt, okay, Ronja? Wir können wollen wir Diamanten reinmachen oder Geldscheine? Ich glaube Geld. Das Thema ist Geld. Junge, ihr seht gleich wieder eine weitere Kreation von meinem Teammate. Ich weiß, ich traue mich einfach gar nicht da reinzufunken. Ich freue mich schon. Es ist einfach ein weißt du, was das ist? Das ist moderne Kunst. Weißt du, diese expressionistischen Bilder, die haben auch vielleicht am Anfang Kritiker gehabt und haben gesagt, was ist denn das? Das ist nur Gekleckse. Aber, da musst du mal dahinter weiterdenken, vielleicht. Wirklich, Tops. Vielleicht ist das nächste Picasso. Vielleicht. Mhm. Wahrscheinlich. Also, es ist ja schon bemerkenswert, was ich hier höre. Okay, wie bauen wir denn den Dude? Warte mal. Ich schau mal. Sieht das aus wie so Geldstacks? Sieht aus wie Geldstacks. Sieht gut aus. Kannst du noch ein paar Soll ich das weitermachen? Sieht aus wie ein Sandwich. Oder? Okay. Ja, aber ist okay. Das geht klar. Okay, pass dann baue ich den Typen. Ich baue Geldstacks. Juhu! Ich bin für mich gerade so halt richtig useless, weißt du, so... Mhm. Wenn mein Mate, die ganze Arbeit macht und dich so ein bisschen carried und du dir denkst, ja, ich bin mehr Ballast hier. Ja, das ist jetzt platziert der TNT, was ist das für ein Vollhong? Was ist denn hier Vollhong? Genie ist das richtige Wort. Nein. Doch. Ich würde eher sagen, der ist leicht, nicht mehr geistig auf der Höhe oder so. Aber Tobias, das wäre gemein. Ja. Wirklich, Tobs? Ich meine, was denkst du, was der über dich denkt? Ja. Ja, der denkt sich, toll, ich baue hier ein wunderschönes Kunstwerk und mein blöder Teammate, der hilft mir gar nicht. Ja. Wahrscheinlich denkt er sich das. Pff. Alles klar. Wenn das Einzige ist, was du dazu zu sagen hast. Alter, das sieht geil aus, der Koffer. Oh lol, nice! Oh, die Krawatte ist nice. Schau mal. Warte. Ich glaube, der denkt, der ist irgendwie im Singleplayer oder so. Vielleicht. Denkt wahrscheinlich, ich werde NPC. Noch nicht realisiert. Der denkt wahrscheinlich wirklich, ich werde NPC. Der einfach seine Sache kaputt macht, weißt du? Oh, ich würde es nicht komplett zumachen, ich würde oben so lassen, schau mal. Okay, der hat hier überall Redstone passiert. Schon wieder. Das ist wiederkehrendes. Hier bin ich jetzt Boden. Sondern wie die Holzblöcke und jetzt hat er TNT. Okay, der Typ braucht noch Augen, ja? Ich gebe ihm diese schwarzen Knöpfe. Der Typ braucht psychologische Hilfe. Ich als Psychologiestudentin kann da natürlich helfen. Ja. Okay, was für eine Frisur wollen wir machen? Rein. Warte, der braucht Weiß da dahinter. Was machst du? Wollen wir dem so graue Haare machen, so? Ja. Boah, jetzt sieht er ein bisschen crazy aus. Sieht aus wie ein Mädchen mit so Zöpfen nach oben. Wie wenn so Fünfjährige okay, sich einen Zopf machen lassen von ihrer Mom. Ich mache einfach Standardhaare. Komm mal, so ein Das sieht gut aus. Oder so. Das sieht, ohne Witz,
Not bad. Not, ich sag, wir gewinnen das. Du hast lange Haare, gell? Warte, machst du denn lange Haare? Nein, nein. Nicht lange. Oder so? Warte, mit dem Kahl-Ding auf dem Kopf? Oder so hier. Ich meine, eine gute Kahlstelle, da kann niemand was gegen sagen, ne? Nein, das bleibt nicht so. Ja, sicher, das bleibt nicht so. Cool, ist wohl einfach. Hör auf, ihm die Kahlstelle zu bauen! Ich baue die ganze Zeit Haare und Flo baut sie ab und macht eine Kahlstelle. Das ist schon frech. Okay. Oh, hey, guck mal. Das sieht nicht fett aus. Warte mal, wollen wir vielleicht noch Partikel machen? Okay, wollen wir noch Partikel adden? Weißt du, so nach dem Motto, hey, er klaut gerade was. Oder das Geld glitzert so ein bisschen. Das Geld ist das Wertvolle. So hier so ein Gürtel oder so? Oder? Ich gebe dem jetzt. Pass auf. Gibt's was glitzert? Was ist das Herz? Fröhlicher Dorfbewohner. Wütender Dorfbewohner. Spritzer. Nein, mach nicht wütender Dorfbewohner. Okay, warte, ganz ruhig. Ich sag dir, was glitzert. Symbol. Redstone vielleicht? Ja, lass Redstone probieren. Ah, nee. Oh nein, das war nicht gut. Egal. Naja. Es passt echt. Es passt. Mr. Krabs! Oh mein Gott! Oh, lol! Das ist not bad. Da gebe ich ein Gut. Das Gut klingt wie das Miauzen von meiner Katze. Okay. Yeah? Da sehe ich eher weniger Geld. Obwohl, das ist ein Bankautomat. Bankautomat? Okay, kriegt noch Geld. Ist okay, es ist nicht so gut gebaut. Was ist das? 20, Oh, das sind so Centstücke. Bitcoin. Ey, guck mal hier! Oh, okay. Ein Auto gebaut. Ich bin verwirrt. Sollen das so Münzen sein? Dollar? Ja, komm, das sieht echt nicht gut aus. Super kacke. Sorry. Also, es sieht. Ich ein bisschen, das ist super. Alter, Tops! Hey, Tops! Ja. Was hast du da Schönes gebaut? Aber kein Spaß, ich report ihn jetzt mal. Die beiden, die sollen mal aufhören, so Müll zu machen. Dieser Tops, ne? Jedes Mal baut er diese komische Sache. Der hat Müll gebaut. Der hat? Ich weiß nicht, was da stehen soll. Der hat seine Telefonnummer hingeschrieben. Oh, lol. Hä? Ey, schon, was ist das? Was ist denn das? Warum ist da Schnee? Monet, super kacke. Ja, ist auch super kacke. Ich glaube, wir haben eine gute Chance. Okay, das ist die Drohne. Warte, hier steht was auf dem Schild. Da steht. Was steht da? BH. BH. Beehive. Hä? Kastung. Hä? Zu spät. Zu spät. Schule war letzte Runde. Wieso? Das hat doch nichts mit Geld zu tun. Ist der einfach ich glaub, nur. Der hat's falsch verstanden. Okay, was ist das? Warum ist das rosa? Hä? Das ist doch auch 500. Kein Geld. Das ist ein 500er-Schein. Ach so, oh, okay. Dann gebe ich nur einen Kacker. Und keinen super Kacker. Ein Mädchen und ein Räuber. Randale ja, Roland hat das gebaut. Ich geb okay. Es ist eigentlich Überfall, ein bisschen Themenfehlung, aber ist okay. Ist okay. Wow. Ich sag, wir gewinnen das. Ohne Witz. Der Gürtel macht mir doch einiges her. Unseres ist nicht schlecht. Oh ja, der Gürtel ist schnieke. Ah, unser ist echt nice, kannst sagen, was du willst. Ja. Was? Okay, Mr. Krabs. Oh, wir sind zweiter Platz. Aber okay, die Idee war nice. Ja. Ich hasse meinen Teammate. Oh ne, wir sind jetzt Milliardäre. Nice. Ich wollte schon immer mal Milliardär sein. Finde ich nice. Gut. Ich hab gehört, da kann man viele Katzen kaufen. Ja, hab ich auch gehört. Was? Dann war es das auch für diese Folge. Wir haben leider nicht gewonnen. Weil man kann nicht immer gewinnen. Ja, man muss den anderen auch Leuten auch mal eine Chance geben. Tops, du warst kurz davor. Du hast den Win schon fast gespürt, ja? Gut, dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao!